Aber ich finde, das ist eine gute Idee, dass wir jetzt Santa Mora einladen. Ganz ehrlich, das machen wir. Komm. Alles klärchen. Dann machen wir mal das einmal so. Kann man den Sim anklicken? So, Smartphone, Sim anrufen. Einladen nach. So, bitte ist sie dabei. Bitte ist sie dabei. Nee, sie ist nicht dabei. Oh, warum ist sie nicht dabei? Oh, Mensch, ey. Oder kann man auswählen? Ah, unter Beziehungen, sehr gut. Mitbewohner gleichzeitig und Freundin. Textnachrichten. Oh, ich kann ja nur Textnachrichten schicken. Ach, wahrscheinlich macht sie gerade Prüfungen. Ah, okay, ja, kein Wunder. Alter, das soll weggehen. Mann, Alter. Okay, ja, schade. Schade, schade, schade. Ist sie etwa gerade zu Hause? Ja, sie ist zu Hause. Ja, komm, dann gehen wir noch schnell zum Wohnheim. Hoffentlich verschwindet sie in dieser Zeit nicht. Hau bloß nicht ab. Okay, niemand ist gerade unten. Im ersten Stock auch nicht. Und im zweiten Stock auch nicht? Hä? Ganz ehrlich, überall ausschalten, wenn keiner zu Hause ist. Wieso wird das dann angezeigt, wenn sie gar nicht hier ist? Komisch. Lol, weil hier steht original innen sie. Und ich sehe aber keinen im Wohnheim. Das ist ein bisschen strange. Ah, da ist sie ja, da ist sie ja. Wahrscheinlich bin ich einfach nur ein bisschen blind oder so. Tamora. Um Verabredung bitten. Moment, sofort unterstreichen hier und sofort, ja, wo ist denn hier Plaudern? Es gibt kein Plaudern. Gut, über Universität reden, komm. So fängt mein gutes Gespräch an. Wieso geht das jetzt nicht? Freunde, oh, aufwecken. Oh. Sie ist umgefallen, oder wie? Oh, sie ist sehr müde. Oh, sie ist sehr müde. Hey, yo, Tamora. Sag mal, du siehst ja richtig so aus, als wenn du gestern gefeiert hättest. Hast eine fette Party gehabt? Du, ich weiß, dass heute eigentlich diese Prüfungen sind, ne? Aber ganz ehrlich, ich gebe einen Scheiß drauf, weil ich habe schon einen Job in Wirtschaft und ganz ehrlich, was brauche ich mehr? Ja, da hast du schon recht, aber ein bisschen lernen wäre doch nicht schlecht. Ja, ich weiß, aber boah, Alter, die ist schon richtig müde. Schade. Schade, schade. Können wir wenigstens. Ah, nee, können wir nicht. Okay, weißt du was? Wir lassen sie einfach mal in Ruhe schlafen, weil die ist ja richtig schon richtig kaputt. Und was können wir denn hier machen eigentlich? Post nehmen. Was haben wir denn für eine Post? So, hier haben wir ja überhaupt noch nie reingeschaut. Was ist denn das hier? Oh, ein Geschenkpaket für mich. Hä, von Philipp? Hey, da ist der Brief für Philipp von Madeleine Notell. Darin steht, ich bin nicht so gut darin, sowas zu schreiben und noch weniger sowas zu sagen. Aber würdest du mich vielleicht mal um eine Verabredung bitten, wenn du magst? What the fuck? Ist das nicht eine Professorin? Und das gleiche hier. Hey, da ist ein Brief für Philipp von Lisi Mund. Darin steht, ich war zu schüchtern, um es dir persönlich zu sagen, aber ich fühle es. Ich fühle sehr viel für dich. Hast du auch Gefühle für mich? Oh, boah, süß. Lisi Mund ist wirklich tatsächlich in Philipp verknallt. Ja, dann wissen wir ja bereits schon, wer die Braut werden wird. Naja, okay, nicht unbedingt gleich die Braut, aber mal sehen, was sich machen lässt. Was schwarzes Brett studieren. Naja. So, okay, ja, das habe ich jetzt mir ein bisschen spannender vorgestellt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ja, wir werden jetzt mit Tamora zum Park gehen, aber alleine ist doch auch doof. Also gehen wir einfach mal. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Oh, was ist denn das da hinten? Das ist ja auch noch ein Park. Lacus Senior Park.
Okay, da wären wir auch ungestört gewesen, sogar noch mehr als drüben bei der, beim anderen Park. Wow, nice. Aber weißt du was? Damit wir überhaupt irgendwas zu sehen bekommen. Ganz ehrlich, komm. Diesen Seniorpark besuchen. Hoffentlich finden wir ja da keine Senioren. Ja, sehr witzig. Und ja, ich habe gerade gelacht wieder, Sheldon aus Big Bang Theory. Ich mag einfach diesen Lacher, auch wenn er gleichzeitig so behindert ist, irgendwie. Ach ja, schön. Okay, Philipp hat die professionell betrachtet bestanden, natürlich, da habe ich auch nicht anders gezweifelt. Das heißt, für heute ist alles erledigt? Ich glaube schon. Das heißt, er geht jetzt einmal sofort nach Hause und wird dann gleich mal was essen. Einen Abschluss machen, auf jeden Fall. Hannah freundschaftlich besuchen. Ja, das kannst du da anders auch einmal. So. Oh, das ist hier direkt an der Grenze schon. So fast zur Autobahnauffahrt. Und hier müsste der Park sein. Alles klar. Oh, hey, eigentlich eher ein schöner Park mit so Steinmauern ein bisschen, ja? Ist okay. Ist okay. Ist das da hinten eine Hütte? Tatsächlich. Boah. Eigentlich doch ein großer Park, wenn man bedenkt. Wie weit rennt der jetzt eigentlich? Hey, er geht schlafen? Ach so, Philipp hat gerade gegessen. Ach, okay, sehr gut. Ja, Chris ist eigentlich auch fast müde, aber ganz ehrlich, jetzt machen wir erstmal ein Lagerfeuer. Lagerfeuer anzünden, das wollte ich schon seit sehr langem. Und endlich kommen wir auch einmal dazu. Das will ich jetzt einmal sehen. Wer ist denn da? Ach, Tamora ist da! Och Mann, wie süß! Alter, ist das cute. Obwohl sie so erschöpft ist, dass sie gleich einmal umfallen könnte, ist sie trotzdem mit Chris nachgefolgt und will hier wahrscheinlich. Och Mann, das ist ja richtig. Das ist ja richtig süß. Romantisch flirten. Hey, Schnucki Tamora, sieh dir doch einmal unser geiles Lagerfeuer an. Jetzt, wo es zum Regnen anfängt, super. Romantisch koketter Witz. Kompliment über Aussehen machen, Kompliment über Charakter machen. Now, what do you mean? Überschwänglicher Kuss. Vielleicht warten wir noch ab. Chris hat die Stufe Anwärter innerhalb der sozialen Gruppe der Sportler erreicht. Ja, das passt eigentlich eh gut zu ihm. So, ganz kurz, Pause. Chris hat Eingang in die Gruppe der Sportler gefunden und das merkt man ihm auch an. Er beherrscht jetzt den Schuljubelruf und erhält Gelegenheiten, Saftpartys zu veranstalten. Was, wie Jubelruf? Schuljubelruf üben. Ach, krass. Okay. So, küssen können wir immer noch nicht, außer einen überschwänglichen Kuss, aber ich will diesen ersten Kuss haben. Ganz ehrlich, ich habe jetzt wirklich, dadurch ja, dass ja mal wieder keine Kommentare gekommen sind, irgendwie scheint das ja allen egal zu sein, also kann ich immer einen eigenen Weg gehen. Ja, und zwar, dass Tamora die Frau von Chris wird und Lisi wird die Frau von Philipp. Also so habe ich es schon nochmal vorgehabt. Mal sehen, es kann ja immer wieder sein, dass die streiten und es doch nicht daraus was wird, aber es sehen wir einfach mal. So, verliebt umarmen. Und dann noch einmal einen koketten Witz. Ich hab dich wirklich gern. Welche Oma kommt denn da im Hintergrund? Jetzt! Jetzt gibt es diesen ersten Kuss. Genau um Punkt 20 Uhr, Freitag. Boah, Alter, diesen Moment müssen wir einfach nur mal festhalten. Leute, ich glaube, jetzt ist der große Moment gekommen. Zwar nicht ganz romantisch im Regen und so weiter und eher am Abend, aber ganz ehrlich, im Park, an einem Teich, bei der Uni. Naja, kennt man ja, es gibt viele Studenten, die studieren gehen und da ihre wahre Liebe treffen und ach ja, man muss es schon genießen, besonders wenn man jung ist. Also würde ich einfach mal sagen,
Erster Kuss. Oh. Oh, bin ich wirklich bereit? Bin ich bereit? Bin ich bereit? Ach komm, wir ziehen es einfach durch. Komm, erster Kuss. Oh. Ist das süß, obwohl sie so erschöpft ist. Sind wir jetzt zusammen oder? Romantisches Interesse. Zwar richtige Freunde noch nicht, aber ein fettes Herz haben wir jetzt schon einmal. Cool. Und jetzt haben wir auch viel mehr Möglichkeiten. Umarmen, schüchterner Kuss, Schwebekuss geben, massieren, küssen, koketter Witz, Händchen halten, gestehen, sie beim Schlafen zu beobachten, flirten, bitten, in die Sterne zu schauen, Blumen geben, mehr, zusammen romantisches Foto aufnehmen, verliebt umarmen. Boah, Alter, ganz ehrlich, das machen wir jetzt noch schnell. Und zwar erst einmal Blumen schenken, ein romantisches Rot natürlich. Dann machen wir noch ein bisschen flirten. Koketter Witz. Und dann ein Schwebekuss. Und dann zum Schluss zusammen romantisches Foto aufnehmen. Moskau. Hier habe ich romantische Rosen für dich. Nun, das ist aber sehr lieb. Chris hat seinen ersten Kuss bekommen. Dieses zuerst zögerliche Aufeinandertreffen zitternder Lippen ist eine Erinnerung, die ein Leben lang erhalten bleibt. Oh ja, das stimmt. Wow, hey, Chris. Wow, also das wird ein cooles Thumbnail abgeben. So, ich habe nur kurz Pause gemacht, damit ich das dann ein Screenshot machen kann dann später. So, ja, sehr cool. Und jetzt, oh, oh Mann. Oh Mann, oh, ist das süß! Jetzt habe ich schon zwei Bilder. Ich weiß noch nicht, welches Bild ich reintun werde, aber. Oh Mann, ist das süß! Jetzt sind die beiden also offiziell zusammen. Ist das cool? Ja, cool, dann gehen wir zusammen nach Hause. Können wir überhaupt zusammen zum Wohnheim wieder gehen? Boah, wir sind am Arsch der Welt irgendwie. Hier. Zu Wohnheim gehen, kann man nur alleine. Naja, sie wohnt ja sowieso drüben, also wird sie schon nachkommen. Schätze ich mal. Außerdem sind wir jetzt auch schon müde, ganz ehrlich. Normalerweise würde Chris jetzt wahrscheinlich mit ihr jetzt noch im Bett irgendwie rummachen oder so. Und jetzt lassen wir sie einfach im Regen stehen. Ah. Gegen das Wetter kann man leider nichts tun. So. Hey, da könnte ich sein mit Cappy. Der Troy. Der Troy. So, gut. Wie geht's eigentlich dem Philipp? Stimmt. Ach ja, der schläft schon. Okay. Da brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Mann, der erste Kuss war ja jetzt wirklich sehr, sehr euphorisch, sag ich mal. Also ich bin ziemlich happy. Ich habe heute geschwänzt, war heute beim Schwimmbad und habe jetzt doch noch mich mit Tamora treffen können. Aber das war jetzt wirklich Schicksal. Das war wirklich Schicksal, Leute, weil eigentlich haben wir zuerst gedacht, ja, es klappt nicht, dann gehen wir halt ihm alleine und dass sie dann alleine nachgekommen ist, obwohl sie so erschöpft war. Das muss einfach ein Zeichen sein. Das muss einfach die richtige sein, ja. Chris ist müde. Boah, ganz ehrlich, was essen? Ja, okay, schnell. Noch schnell was? Reste essen, Hotdogs, hoffentlich sind die überhaupt noch gut. Ich glaube schon. Komische Tante. Boah, Alter, ganz ehrlich, hier fliegen schon überall die Mücken rum, Alter. Boah. Ekelhaft. So. Ja, jetzt, Chris. Ja. Hey, geh mal aus dem Weg, du blöde Tiffany. Gehst bestimmt so auf den Arsch vorbei.
Oh, nee, ach so, nee, das schlechte Essen ist das, was ihm so... Hä? Jetzt isst doch den Hotdog. Mann.